Herzlich willkommen zum Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV. Der DAX ist mit leichten Abschlägen in die laufende Handelswoche gestartet. Angesichts der wirklich fulminanten Vorwoche sei ihm ein wenig Durchatmen auch gegönnt. Doch die große Frage steht im Raum: Wie geht es nun weiter am deutschen Aktienmarkt? Ist nun wieder der Weg frei nach oben? Genau das wollen wir heute wieder klären mit Kemal Bakci von der BNP Paribas. Herr Bakci, wie bewerten Sie denn aktuell die Situation am deutschen Aktienmarkt? Ist nun tatsächlich wieder der Weg frei nach oben? Guten Tag, Herr Zuleck. Ja, nachdem der DAX am Freitag die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten durchbrechen konnte, ist tatsächlich der Abwärtstrend zunächst einmal unterbrochen. Und eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung wird von unseren technischen Analysten erwartet. Dabei muss eben die Unterstützungslinie von 10.995 Punkten weiterhalten. Wird diese durchbrochen, dann hätten wir ein neues Chartmuster. Aber zunächst erstmal Aufwärtsbewegung technisch erwartet. Einige Experten meinen jedoch, dass es am vergangenen Freitag, also am kleinen Verfallstag, zu einer Art Short Squeeze am Aktienmarkt gekommen ist. Das würde allerdings bedeuten, dass die aktuelle Hoss auf eher wackeligen Beinen steht. Also insgesamt sind unsere Analysten zum Beispiel sehr positiv für den DAX gestimmt, erwarten eher, dass die Hoss weiter anhalten könnte, DAX der Outperformer dieses Jahr werden könnte, denn die DAX-Unternehmen wurden im vergangenen Jahr sehr stark abgestraft, eben weil der DAX ein konjunktursensibler Indikator ist. Der Handelskrieg hat belastet, natürlich auch der Brexit, aber das Preisniveau ist jetzt so niedrig, die Investoren scheinen im Moment eine Gewinnrezession einzupreisen, sodass unsere Analysten den DAX für sehr interessant bewertet halten und sich eher für den DAX für weitere Kurssteigerungen aussprechen, einfach weil die Bewertung im Moment sehr interessant ist und weil das Wachstum in Europa weiterhin über Potenzial in diesem Jahr und im nächsten Jahr anhalten könnte. In Kürze beginnt nun auch in Deutschland und in Europa die Berichtssaison. Versprechen Sie sich vielleicht neuen Schub für die Aktienmärkte durch diese Berichtssaison? Genau das wird von unseren Analysten erwartet. Die Stimmung der Analysten, der Investoren ist im Moment sehr schlecht. Es wird ein Krisenniveau eingepreist bei den Aktien. Gerade der europäische Aktienmarkt wurde im vergangenen Jahr sehr deutlich abgestraft. Aus Sicht unserer Analysten sind aber die politischen Risiken schon sehr stark eingepreist. Sie gehen aber nicht davon aus, dass es zum Beispiel zu einem harten Brexit kommen wird. Auch gehen unsere Analysten davon aus, dass es in diesem Jahr noch zu einer Handelsvereinbarung zwischen USA und China kommen dürfte. Das würde überall für mehr Stabilität sorgen und deshalb halten sie das Kursniveau der europäischen Märkte, allen voran eben beim DAX und in Frankreich, für sehr niedrig und erwarten hier auch steigende Kurse, denn das Gewinnwachstum hält weiter an. In diesem Jahr dürfte es bei über 5% liegen. Für die nächsten Jahre erwarten unsere Analysten sogar Gewinnwachstum von über 10%. Und das würde weiterhin für Aktien in Europa sprechen. Bei den Sektoren werden vor allem bevorzugt Automobilindustrie. Hier gehen sie davon aus, dass die schlechtesten Nachrichten lange eingepreist sind und das Bewertungsniveau durchaus interessant ist. Aber auch Versicherungen, Banken und der Ölsektor sowie der Minensektor könnten in diesem Jahr viel stärker profitieren. Zurückhaltung wird eher auf der defensiven Seite geübt. Schauen wir noch nach China. Wie heute Morgen bekannt wurde, lässt das Wachstum im Reich der Mitte weiter nach. Wie bewerten Sie die ganze Geschichte? Am Finanzmarkt wird die Nachricht schon fast gelassen hingenommen. Ja, die Schwäche der globalen Nachfrage und der Handelskrieg mit den USA scheint die chinesische Konjunktur durchaus zu belasten. Unsere Analysten erwarten ein Wachstum von etwa 6,2% in diesem und im nächsten Jahr. Das ist auch das angestrebte Ziel der chinesischen Regierung. Die größte Sorge scheint der Konsum zu machen, denn das erste Mal seit Dekaden blicken die Konsumenten nicht mehr optimistischer in die Zukunft als aktuell. Deshalb werden seitens der chinesischen Regierung
durchaus einiges an Stimulierung erwartet, aber nicht mehr wie in der Vergangenheit, dass einfach nur noch mit Geld alles geflutet werden soll, bis die Kurse wieder steigen. Das hat in der Vergangenheit zu diesem Schuldenberg geführt, den die chinesische Regierung im Moment vorfindet, sondern tatsächlich soll es gezielter vorangehen. Die Reserven für Banken sollen zum Beispiel gesenkt werden. Man möchte einen stärkeren Fokus auf die Förderung von Technologie, künstlicher Intelligenz, die Reduzierung von Finanzrisiken und der Ausbau von Infrastruktur sowie ein deutliches Steuerpaket für Unternehmen und private Haushalte in Größenordnungen von über 300 Milliarden Dollar sind aktuell im Gespräch. Wie würden Sie die Stimmung an den Finanzmärkten derzeit insgesamt bewerten? Was bewegt im Augenblick die Anleger? Sie kommen ganz frisch vom Börsentag aus Dresden. Ja, wir sehen, dass die Unsicherheit im vergangenen Jahr bei den Anlegern groß war. Das konnte man am Dresdner Börsentag sehr deutlich sehen, wo wir bei BNP Paribas mit einer großen Bühne vertreten waren. Aber das Interesse war sehr groß bei unseren Rednern. Haben wir einiges an Fragen zur Zukunft des Aktienmarktes, weil eben die Kurse sehr niedrig sind. Die Erholung der letzten Wochen gibt Hoffnung, aber die Anleger bewegen genau diese Fragen wie politische Unsicherheit, Handelskrieg, Brexit und auch Sektoren wie geht es weiter beim Automobilsektor. All diese Fragen kamen auf in Dresden. Insgesamt scheint die Stimmung aber durchweg positiv, also von den meisten Anlegern vernehmen wir, dass sie weiterhin Interesse an Investitionen im Bereich Aktienmarkt und ähnliche Produkte haben. Abschließend wie immer die Frage, welche Werte, welche Produkte standen bei Ihren Anlegern zuletzt im Fokus? Ja, auch hier sehen wir, das Interesse an Gold ist deutlich gestiegen nach der jüngsten Erholung. DAX-Shorts werden verkauft, vielleicht auch die deutliche Bewegung am Freitag dazu beigetragen und Euro-Dollar bleibt weiterhin beliebt. Kemal Bakci von der BNP Paribas, vielen Dank nach Frankfurt. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV.